Moin Leute, in dem Video lernt ihr ein Geheimnis kennen, was euch eure Lehrer nicht beibringen. Es geht um das Growth Mindset. Wenn ihr das Konzept verstanden habt und konsequent umsetzt, dann meistert ihr jede Aufgabe in der Schule. Okay, los geht's. Kennt ihr auch so eine Situation? Es gibt eine Mathearbeit und ein paar Mitschüler von euch haben eine schlechte Note. Manche sagen so Dinge wie: Ah, ich kann einfach kein Mathe, ich habe dafür kein Talent, ich bin einfach zu dumm, mein IQ ist zu klein dafür. So eine Einstellung könnt ihr auch Loser-Mindset nennen. Dabei macht man sich selbst zum Opfer und schiebt die schlechte Note auf die mangelnde Intelligenz. Jetzt kommt aber das Ding. So ein Loser-Mindset ist Bullshit. Ob ihr gut in einem Fach werdet, liegt nicht daran, wie schlau ihr geboren seid. Sowas wie einen festgelegten Intelligenzquotient gibt es nicht. Das Ding ist nämlich, ihr habt selbst in der Hand, wie schlau ihr werdet. Je mehr ihr euer Gehirn fordert, desto cleverer werdet ihr auch. Ihr könnt euer Gehirn quasi trainieren, um intelligenter zu werden. Wenn ihr euer Brain so richtig anstrengt, ist das quasi so wie, wenn euer Gehirn ins Fitti geht. Euer Gehirn wächst dann quasi durch die Fitnesseinheit. Wenn euch klar ist, dass ihr euer Gehirn verbessern könnt, wenn ihr es ins Fitti schickt, dann habt ihr ein Growth Mindset. Aber warum klappt das? Euer Gehirn besteht aus ganz vielen Nervenzellen, den Neuronen. Die Neuronen sind mit Nervenbahnen miteinander verbunden. Fürs Denken wandern elektronische Signale von einem Neuron zum anderen. Ihr könnt euch vorstellen, dass beim Muskeltraining für das Gehirn neue Verbindungen zwischen diesen Neuronen geschaffen werden. Gleichzeitig werden die vorhandenen Verbindungen verstärkt. Euer Gehirn wächst quasi, wenn ihr es stark beansprucht. Jetzt mal ein Beispiel dazu. Das sind Paul und Jan. Die beiden sind in einer Klasse und haben an sich den gleichen IQ. Paul hat aber das Loser-Mindset und Jan hat das Growth-Mindset. Die beiden haben dieselben Mathe-Hausaufgaben auf. Die erste Aufgabe ist richtig einfach. Die zweite Aufgabe ist schon sehr knifflig. Und die dritte ist ein richtiges Brett. Die ist sauschwer. Paul macht dann die erste Aufgabe. Die fällt ihm leicht und er fühlt sich gut, weil er die Aufgabe geschafft hat. Dann probiert er sich an der zweiten Aufgabe. Er merkt, die bekommt er auf Anhieb nicht hin. Er sagt sich, ich bin wohl zu dumm, um die Aufgabe zu lösen und hört auf. Auf der anderen Seite seht ihr Jan mit dem Growth Mindset. Für Jan ist die erste Aufgabe auch easy. Bei der zweiten Aufgabe kommt auch Jan ins Stocken. Er merkt, Alter, so wie Aufgabe 1 kann ich die zweite Aufgabe nicht lösen. Er denkt, okay nice, eine richtig geile Möglichkeit, um mein Gehirn ins Fitti zu schicken. Er probiert herum und überlegt, mit welchen anderen Ansätzen er die Aufgabe lösen kann. Dabei trainiert er sein Gehirn und bringt es zum Wachsen. Irgendwann kommt er auf die Lösung. Jan freut sich einen Ast ab. Nicht nur, weil er die Aufgabe gelöst hat, sondern weil er sein Gehirn weiterentwickeln konnte. Er hat jetzt Bock bekommen, noch mehr Herausforderungen anzugehen. Deshalb macht er sich auch an die dritte Aufgabe. Da knobelt er noch intensiver. Damit baut er sein Gehirn noch weiter aus, ganz unabhängig davon, ob er die richtige Lösung findet. Jan wird also mit jeder Herausforderung schlauer und bekommt langfristig viel bessere Noten als Paul, nicht nur in Mathe. Paul macht immer das Gleiche, sein Gehirn wird nicht trainiert. Er sagt sich, ich bin einfach nicht gut in Mathe. Deshalb hat Paul in den nächsten Schuljahren immer eine 5 und macht einen scheiß Abschluss. Okay, was heißt das jetzt für euch? Merkt euch, ihr könnt selbst etwas dafür tun, um intelligenter zu werden. Euer Gehirn wächst, wenn ihr es fordert. Wenn ihr euch in schwierigen Situationen immer wieder klar macht, wow, das ist eine Chance, mein Gehirn zu verbessern, dann habt ihr ein Growth Mindset. Ihr werdet also immer besser. Ihr merkt vielleicht, das Thema ist uns bei The Simple Club echt wichtig. Deshalb haben wir unsere Lern-App so aufgebaut, dass dadurch ein Growth Mindset gefördert wird. Alles ist so angelegt, dass ihr eine Menge Muskeltraining für das Gehirn macht. Geht ihr zum Beispiel eine Playlist Schritt für Schritt durch, entwickelt ihr dadurch euer Growth Mindset. Innerhalb der Playlist findet ihr nicht nur Videos, sondern auch Aufgaben und Elemente, wo ihr euer Gehirn richtig trainieren könnt. Klickt also direkt hier, um auf die App zu kommen und es kostenlos auszuprobieren. Bis gleich dort!